Harley SK, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute an Tag 12 der 21-Tage-Challenge Entdecke dich neu. Auf deinem Weg, dich neu zu entdecken, geht es darum, deinen Körper zu spüren, deine Emotionen zu fühlen, dich mit dir zu verbinden und deiner inneren Stimme wieder lauschen zu können und vor allen Dingen dein inneres Feuer zu entfachen. Jetzt wissen wir alle, es gibt Tage, da stehst du morgens auf und du bist quasi aus dem Nichts heraus schon frustriert. Du denkst daran, was alles zu tun ist, was alles liegen geblieben ist und am liebsten würdest du dich im Bett verkriechen. Diese Tage sind normal und an diesen Tagen spüren wir die angestauten Emotionen ganz besonders. Und diese angestauten Emotionen, die stauen sich in deinem Körper, auf der emotionalen Ebene. Das spürst du dann eben als Unzufriedenheit, als Traurigkeit, als Wut, als Ärger, als Angst und auf der körperlichen Ebene. Und das spürst du dann eben als Verspannungen im Nacken, als blockierte Schultern, Kopfschmerzen, Schnupfen, im unteren Rücken tut es weh oder du hast Verdauungsstörungen. Und das sind nur wenige Beispiele. Gute Nachricht, du kannst über Körperübungen diese emotionalen und somit auch die körperlichen Blockaden lösen. Und genau darum geht es heute. Wir lösen heute die angestauten Emotionen aus deinem Körper. Und dazu brauchst du wie immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Wir beginnen heute in der Mitte deiner Matte im Schneidersitz, in der Easy Pose. Leg deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Knie. Richte deinen Oberkörper auf, lass deine Schultern und Schulterblätter sanft nach hinten unten sinken. Und wenn du möchtest, schließe gerne die Augen, um ganz bewusst bei dir anzukommen, auf deiner Matte anzukommen. Einfach mal in deinen Körper hineinzuspüren, deinen Atem zu spüren, deine Sitzbeinhöcker auf der Matte zu spüren. Und nimm 2, 3 Atemzüge in deinem Tempo. Du kannst die Augen gerne geschlossen halten, wenn wir nun das Shuni Mudra üben. Dazu verbinden wir Daumen und Mittelfingerspitze. Die anderen Finger liegen ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Das Shuni Mudra hilft, negative Emotionen aufzulösen. Lass deinen Atem weiter fließen. Mit der Verbindung zum Mittelfinger verbinden wir die 2 Elemente Feuer und Äther. Mit Äther schaffen wir den Raum, die Weite. Das Feuer, das transformiert und löst. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Einen tiefen Atemzug und dann löse das Mudra. Atme ein, öffne deine Augen, bring die Arme über die Seite nach oben und atme aus, über die Seite nach unten.
Einatmen, die Arme wieder über die Seite nach oben. Und ausatmen, über die Seite nach unten. Ein letztes Mal. Einatmen, nach oben. Und ausatmen, nach unten. Setz deine Hände auf die Knie, die Arme ganz locker, die Schultern wieder entspannt. Dann atme ein, atme aus, dreh deinen Kopf nach links. Bleib hier, atme weiter. Achte darauf, dass der Abstand zwischen Kinn und Schulter ungefähr so groß ist wie eine Orange. Lass deinen Atem sanft weiterfließen. Schultern entspannt. Nächsten Einatmen, komm ganz langsam zurück zur Mitte. Ausatmen, atme ein und atme aus, dreh den Kopf langsam nach rechts. So weit du wieder kannst, die Schultern bleiben auf einer Linie. Lass hier deinen Atem wieder fließen. Einatmen, komm langsam im Zeitlupentempo wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, atme ein und atme aus. Kippe mit deinem Kopf auf die linke Seite, dein linkes Ohr Richtung linke Schulter. Und lass hier deinen Atem wieder fließen. Heutige Yoga-Sequenz ist eine Form des Yin-Yoga, der Hingabe. Noch vor einem Jahr habe ich das Ganze statisches Dehnen genannt, tue ich immer noch, denn das ist, was es ist. Statisches Dehnen, das heißt, wir bleiben in einer Position, um dem Muskel die Gelegenheit zu geben, in die Länge zu ziehen, sich zu entspannen. Loszulassen. Und wenn wir in diesen ruhigen Positionen verharren, und das hast du bestimmt schon gespürt, dann tauchen Emotionen auf. Ganz bestimmt die Taube,
der Taube ist, sich 2, 3, 4, 5 Minuten dort aufhält, dann fährt man eine Achterbahn der Gefühle. Es ist wirklich von total frustriert, genervt zu wow, das funktioniert wirklich, das tut richtig gut, zu wieder frustriert, weil die Zeit nicht umzugehen scheint, zu wütend. Alles an Emotionen taucht auf und das ist gut so. Mit dem nächsten Einatmen ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Ausatmen. Atme ein. Atme aus. Kippe mit deinem Kopf nach rechts. Die Schultern ganz entspannt und spür einfach mal rein. Meistens fühlt sich eine Seite anders an als die andere und auch das ist okay, denn wir haben eine männliche und eine weibliche Seite. Lass deinen Atem fließen und mit jedem Ausatmen gib dich diesem Asana hin. Gib deinem Körper die Gelegenheit loszulassen. Muskulatur zu entspannen und Emotionen, die sich in den verschiedenen Körperbereichen ansetzen, aufzulösen. Und das Auflösen ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Es geht nicht darum, sofort loszulassen. Es geht im Allgemeinen überhaupt nicht darum, Emotionen loszulassen, denn alle Emotionen sind wichtig. Es geht darum, sie wirklich dort, wo sie festsitzen, wo sie immer wieder auftauchen, wo du zweifelst, dir Sorgen machst, Ängste hast, du frustriert bist, verärgert, wütend, da in die Auflösung zu gehen, da genau hinzuspüren, zu hinterfragen. Eines meiner erfolgreichsten Programme ist das Release, das Loslösen-Programm, wo die körperliche Bewegung im Vordergrund steht, wo wir wirklich alle Körperbereiche quasi durchdehnen und somit emotionale Blockaden entdecken und auflösen. Einatmen, kommen auch hier wieder im Zeitlupentempo und das ist ganz wichtig. Zurück zur Mitte. Und ausatmen. Atme ein, atme aus, nun senke dein Kinn nach unten. Und auch hier wieder in dieser Position, lass den Atem fließen. Achte darauf, dass dein Oberkörper weiterhin aufrecht bleibt. Deinen Nackenmuskeln die Chance, die Anspannung, die Verspannung loszulassen. Und du konzentrierst dich auf deine Atmung, auf das Einatmen,
und das Ausatmen. Vielleicht spürst du auch hier mit jeder Ausatmung, wie dein Körper nachgibt. Wie die Muskulatur sich quasi öffnet. Und wie Energie, unsere Lebensenergie, unser Prana, wieder freier fließen kann. Gerade nach dieser Nackensequenz, das wirst du hoffentlich heute auch erleben, zieht eine Leichtigkeit, eine Klarheit in deinen Kopf ein, deine Schultern, deinen Nacken. Nächsten Einatmen, komm ganz langsam wieder zurück in die Ausgangsposition. Ausatmen. Schließe deine Beine und bring deine Füße auf eine Seite. Wir gehen ans Ende der Matte in die Child's Pose. Bring dein Po Richtung Fersen. Schieb deine Hände nach vorne. Richtung Mattenanfang und sinke mit deinem Kopf, mit deiner Stirn nach unten Richtung Matt. Es geht heute nicht darum, dass du wirklich die Stirn auflegst. Es geht darum, auch hier deinen Oberkörper über deine Oberschenkel schmelzen zu lassen, deine Hände mit der Matte zu verbinden. Die Länge in deinen Körper hineinzubekommen. Denn die Länge ist auch hier wieder das Auflösen von Verspannungen. Das in die Länge ziehen deines Faszialgewebes. Das Raum schaffen, Weite schaffen in deinem Körper. Du erinnerst dich an unser Eingangsmudra, das Shuni-Mudra, wo es unter anderem darum geht, Raum zu schaffen. Mit deinem nächsten Einatmen richte den Oberkörper leicht auf, komm mit deiner rechten Hand zurück unter die rechte Schulter. Nun schieb deine rechte Hand nach links weg und dann geh hier in der Mitte wieder so tief wie möglich. Das ist jetzt eine Variation, eine quasi eine Kombination der Child's Pose und der Thread the Needle. Sehr besonders den Oberkörper, die Schultern in diese Dehnung hineingeht. Das Spannende an den emotionalen Blockaden ist wirklich, dass es für jede Emotion einen anderen Körperbereich gibt. Und wenn du dich mit
der Chakrenarbeit beschäftigst, dann verstehst du auf einmal, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Ich kann mich noch gut an mein erstes Jahr der Chakrenarbeit erinnern. Es war, als ja, hätte jemand auf einmal alle Lichtschalter angeknipst. Das ist, wie man so schön sagt, wie Schuppen vor den Augen. Und dann konnte ich ganz anders mit meinen Emotionen umgehen. Das ist so wertvoll. Dann hast du endlich das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist, anstatt immer nur rumzustochern und rumzuprobieren. Komm mit dem nächsten Einatmen ganz langsam mit der rechten Hand zurück. Schiebe sie nach vorne. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Tauche nochmal tief ein. Richte dann deinen Oberkörper auf, hol dir nun die linke Hand zurück unter die Schulter und schieb dann diese Hand nach rechts. Geh in der Mitte wieder tief, so tief du eben kannst. Und lass deinen Atem wieder fließen. Spüre in deinen Körper hinein. Betrachte die Emotionen und natürlich auch die Gedanken, die auftauchen. Nochmal zurückzukommen auf die Taube, meine ersten Male in der Taube. Also wirklich in der Position, wo es darum geht, angespannte Muskulatur im Po und im Becken und vor allen Dingen blockierte Energie an dieser Stelle aufzulösen. Meine Gedanken, die rasten von: Ich kann das nicht, ich will das nicht, es bringt nichts, was soll denn das Ganze? Ich habe darauf keine Lust. Ich mach das nicht, das tut so weh. Was soll mir das denn bringen? Und natürlich, ja, ich hätte sofort aus diesem Asana wieder herausgehen können, aufgeben können. Aber ich wusste, wenn ich mir diesen Raum öffne, mich mit mir verbinde, und einfach bin, dann löse ich tatsächlich all das auf, was mich daran hindert, ja, mir meine tiefsten Sehnsüchte, meine Bedürfnisse und natürlich auch meine Träume und meine Ziele zu erfüllen. Dieses bewusste Sein, dieses authentische Sein, ein wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen, anstatt dich hinter Rollen und einer Fassade zu verstecken, weil die Gesellschaft oder dein Umfeld, wie auch immer wir das nennen wollen, es so von dir erwartet. Mit dem nächsten Einatmen ganz langsam mit der linken Hand zurück, schiebe sie nach vorne, geh auch hier noch einmal in die Child's Pose hinein und schau einfach mal, ob du nun deine Stirn weiter nach unten bekommst, ob dein Körper sich noch mehr hingeben kann. Mit dem nächsten Einatmen richte dich dann langsam auf in den Fersensitz. Die Schultern nach hinten und atme aus, atme ein. Bring die Arme über die Seite nach oben und atme aus. Hol dir die Hände vor deine Brust, vor dein Herzchakra und
verneige dich vor dir selbst und sei dankbar, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast, den Raum geöffnet hast und angestaute Emotionen und Energien aufgelöst hast. Namaste. Ich bin super neugierig, wie dir es jetzt geht, wie du dich fühlst, ob du auch, so wie ich, diesen Raum, diese Weite, diese Klarheit nun hast. Lass es mich gerne wissen, einfach in den Kommentaren unter diesem Video oder wenn du in der kostenfreien Mission Possible Community bist, geh dort in den Community-Raum und lass es mich dort wissen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen, grenzgenialen Tag. Sei ganz bewusst bei dir und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Ciao, ciao. Es geht.